Willkommen zurück zur XCOM. Ich hoffe, diese Formation bedeutet nicht den Tod für uns. Nein, sehr schön. Das heißt, wir können gleich mal forsch weiter vorangehen. Plexi in den Rücken hinein, sehr schön. Giga Games. Vielleicht sollte man trotzdem mal checken. Okay. Ich glaube, die anderen hier draußen, die brauchen wir nicht mehr. Das heißt, ich gebe jetzt mal ab. Und das war schon. Das waren aber wenig Aliens. Was? Es waren wirklich 9? Vielleicht kommt mir das zu wenig vor wegen unseren ganzen Blaster-Angriffen. 50 Zir wird wieder sehr schön. Da holen wir unsere Rüstung teilweise wieder rein. Hier haben wir ja noch eine Basis. Ne? Da müssen wir demnächst auch mal gucken. Aber die hebe ich mir für später auf. Das hat einen Grund, den ich auch später irgendwann mal läutern werde. Und mich wundert es echt immer noch, dass wir hier auch in Chile oder inzwischen jetzt in Hawaii keine einzigen Usos spotten. Sehr komisch. So, wir brauchen Kohle, Kohle, Kohle. Das heißt, wir verkaufen, kaufen, kaufen. Ionenstrahlbeschleuniger. Brauchen wir so viel nicht. Kyrogenzellen weg. Klonapparate weg. Lernmaschinen. Ich glaube, wir brauchen sie nicht für den U-Bau. Ich weiß es immer noch nicht genau, deswegen vorsichtig. Ionenpanzerung wollen wir natürlich noch behalten. Kiemenschleichen können weg. Wie hat neulich einer so gemeint in den Kommentaren, kann ich an Plexi verkaufen, er kann sie dann in die Pizza rein häckseln bei Pizza Connection gerne. Aber ich will sein Menü ja nicht bereichern mit wunderbarer Kost. Lesegerät, Vibro-Klinge brauchen wir auch nicht. Thermalschockwerfer 7, naja. Ne, Thermalschockwerfer 7 brauchen wir auf keinen Fall mehr. Störmpulswerfer können wir auch mal einen verkaufen. Blastergewehre natürlich nicht. Sonarkanonen, ja, das lassen wir alles. Okay, 1,5 Millionen ist nicht viel. Unsere MS-Labore sind in 6 Tagen fertig. Okay, das heißt, am nächsten Monatsende können wir dann auch Soldaten ins psionische Training reinschicken. Ansonsten, wir haben 2 EWV-Verteidigungen. Da würde ich gerne doch jetzt mal aufstocken. 4 Minimum und ein Abwehrschild, das wir leider noch nicht bauen können. Das hätte ich immer gerne. Da fühle ich mich sicher. Okay. Vielleicht bauen wir aber auf jeder Basis erstmal 3. Die Dinger sind recht teuer, wie ihr seht. Aber die braucht man einfach. Und dann werde ich hier auch nochmal eins herpflanzen. Gut. Dann. Wo klicke ich hier jetzt wieder rum? Ich bin schon wieder total perplex. Ich bin mit meinen Gedanken woanders gerade wieder. Aquanauten haben wir jetzt. Keine Rookies mehr. Der Rookie ist noch auf dem Weg, der neue. Kleine Schiff. Wieder in Europa. Gut. Barracuda raus. Barracuda raus. Ach, der tankt noch auf. Okay. Diagramme wollte ich noch mal gucken. Zack, 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 zack. Nordsee. Also, dass in Europa so extrem viel los ist, das ist schon krass. Meiner Meinung nach. Okay, aber in letzter Zeit hat sich's etwas gelegt. Gut. Na dann, schießen wir mal das Ding hier runter. Spielen wir jetzt aber, denke ich mal, nicht. Wobei es eigentlich gutes Training wäre, ne? Vielleicht spielen wir es trotzdem mal. Ja, wir spielen's. Und zwar ausschließlich mit 9 Leuten jetzt. Vielleicht einen hochrangigen schicken wir mit. Vielleicht so ein 6er-Team, das reicht schon mal. Gut. Vielleicht mal alle runter. Vom Triton, wie immer. So, ich nehme mal, wen kann ich mal mitnehmen? In starken Hochrangigen, vielleicht nochmal ein Duzentarum. Und ansonsten Neulinge. Wir wollen Neulinge. Malmö. Die beiden Herren hier. 4. Okay. Dann vielleicht nochmal einen Upum mitnehmen. Der braucht auch Übung noch.
Ansonsten vielleicht nochmal ein Giga Games. Gut. Ist zwar das, fast dasselbe Trupp wie gerade eben nochmal, aber macht nichts. Und wir können jetzt eigentlich noch ein bisschen die Ionenpanzerung verteilen. Vielleicht mache ich das gleich für die Leute, die jetzt in Mission müssen. Gut, mache ich das mal. Der Hexis, der Inex. Ich glaube, der Upu Out. Der Malmö. Der Duzentarum, der hat er, glaube ich, schon, kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Und ja, ansonsten, genau, der Giga Games. Okay, und der Rest ist ja noch in Bearbeitung, wird noch gebaut. So, dann noch schnell unsere Ausrüstung angepasst. Da reichen uns 2 Verbandskästen. Leuchtraketen haben wir noch keine weiter. Sonarkanonen lassen wir mal stecken. Doch, eine kriegt der Duzentarum. Dann Sonarblaster Gewehre 5 mit 5 Clips. Keinen Störer dieses Mal und 6 Sonargeber. Oder soll ich vielleicht einen Störer mitnehmen? Ich nehme einen Störer mit 3 Muni mit. Okay, dann. Aber Nachtmission will ich nicht spielen. Da hat man schon genug davon. Es gibt ja andere Damen und Herren Kollegen, die vermeiden ja die Nacht wie die Pest. Das finde ich ein bisschen feige, sage ich jetzt einfach mal so ehrlich, ohne jemanden persönlich ansprechen zu wollen. Gut. Giga Games, Ausrüstung ist okay. Duzentarum gebe ich vielleicht den Störer. Einmal durchgeladen. Und Ersatzwaffe, falls nötig. Gut, Malmö kriegt von mir noch den Verbandskasten Upout. Alles dufte. So, dann hauen wir mal rein. Giga Games sieht, dass er nichts sieht. Okay, das ist eine ziemlich kleine Karte. Also hier oben ist schon Schluss. Und hier unten ist auch schon Schluss. Also kann höchstens sein, dass die ordentlich in die Breite geht. Aber von der Höhe haben wir jetzt eigentlich schon fast das Maximum erreicht. Okay, gebe ich gleich mal ab. Haben wahrscheinlich auch nicht viele Aliens überlebt. Also ich hätte gar nichts dagegen. Okay, dann drücken wir gleich mit ein paar Leuten mehr raus. Upo Outcome mit, dass sie ordentlich Training haben. Mal. Weil ich bin mir sicher, da ist der eine oder andere dabei, der psionisch, also molekularstärken technisch wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist. Und dann ist es ganz gut, wenn die schon mal ein bisschen Training haben. Gut. Aber wir werden es in circa 1,5 Monaten erst wissen, denn wir können ja immer erst am Monatsende die Leute ins psionische Training schicken und dann müssen wir bis zum nächsten Monat warten, bis die Ergebnisse da sind. Gut. Upo out. Mal ein bisschen nach unten. Also hier ist wirklich schon Kartenende. Malmö. Mal bis hierher. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, was ich an diesen Karten, an den XCOM-Karten, nicht so mag, ist, man hat kaum Deckung. Also hier kannst du auch gar keine wirkliche Taktik so entwickeln. Das war beim ersten UFO-Teil ein bisschen besser. Allerdings hatten da die Aliens auch mehr Chancen, sich zu verstecken. Egal wie man sieht, die Alien haben auf jeden Fall immer Vorteile. Egal in welchem Teil. So, wo war denn der Aquatoide? Der war hier. Giga Games, probier's. Nee, nee, nee. So ja nicht. Okay, Upu out. Okay, ein bisschen Randale machen, aber das bringt uns nichts. Giga Games, geh mal einen Schritt zur Seite, bevor dich wieder der eigene Mann umhaut. Oh, der Nexus hat eine dicke Wumme, habe ich nicht aufgepasst. Aber er trifft sehr schön. Gut. Habe ich jetzt Nexus gesagt? Ich meine Hexis. Ich verwechsel das gerade mit meinem Smartphone. Okay.
Ich glaube, es wird mir noch öfter passieren, dass ich anstelle von Hexis Nexus sage. So, Giga Games. Gut, wo waren der Upu? Hier, haben wir schon bewegt. Okay. Der Hexis ist NWL, wenn ich mal so fragen darf. Ist das eine Abkürzung für einen Clan oder gehört das einfach so zum Namen? Malme, sehr schön gemacht. Diese kleinen Aquatoiden-Ferkel, die heizen wir mal so richtig ein jetzt. So. Abgeben. Still. Okay, der Upo-Out zieht den nächsten. Kann nicht mehr schießen. Aber unser Freund Giga Games kann das. Und das wird er tun. Sehr schön. Unsere Anfänger hier, die treffen besser als die abgewichsten Profis, wenn man es mal so sagen darf. Der nächste. Wunderschön. Das klappt ja gerade wie am Schnürchen. Aber wir wissen ja, wir sollten den Tag nicht vor dem Abend loben. Da muss nur ein wahnsinniges Alien kommen und alles ist wieder für'n Popo. Sodale. Der Upo-Out, weiter vor. Hinter der Koralle konnte zum Stehen, finde ich ganz gut. Schiff. Ah, hier ist der Schiffseingang. Müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Giga Games. Und mit dem Hexis. Meine größte Befürchtung ist immer so ein Granatenschock. Wenn da plötzlich so ein Ding angeregnet kommt. Okay, hier ist Kartenende. Weil dann bist du meistens verflucht. Okay, haben wir jetzt alle Upu, Giga Games, Hexis. Mhm. Der Duzi, der bleibt da noch ein bisschen stehen. Vielleicht kann er auch rausgehen, dass wir zum Not immer gleich fertig sind und wir die Tür nicht öffnen müssen. Abgeben. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir hier oben hinkommen. Das ist wieder die kritische Phase, ohne dass wir drauf gehen. Den Upo werde ich erstmal hier rüberbringen und den Giga Games nicht bewegen, dass der zur Not spontan schießen kann. Hexis. Hierher. Gut. Ich würde sagen, mit dem Inex. Dann gehen wir auch gleich mal hier entlang. Der muss jetzt nicht nochmal um die halbe Karte rennen. Das kann nämlich unser Freund Malmö tun. Oh, hey, Sportsfreund. Haben wir auch erwischt, sehr schön. Das war es aber immer noch nicht. Da sind ordentlich Aliens drin hier in dem Kabuff, obwohl es schon halb rausgesprengt wurde. Der Hexis, wo geht er mal hin? Hierher vielleicht? Oh, ich habe so das Gefühl, am Schluss der Mission passiert noch wieder was ganz Bösartiges, weil wenn es so gut läuft, dann passiert irgendwann immer was ganz Dummes. Alle draußen, die Kerle. Fast wieder getroffen. Den Scheitel gestriffen. Ach, da kann unser Freund Inex eigentlich mal ein bisschen Wurfübung machen, würde ich sagen. Ich sollte eh viel mehr Granaten verwenden. Das war's auch schon. Es war eine wunderschöne Mission, würde ich sagen. Okay. Sag mal, wie lange braucht denn unser Freund Rookie, bis der jetzt ankommt? Alfredo Estavez. Ein Tag, eine Stunde. Okay. Da ist er schon da. Ich habe keine Ahnung mehr, welche Nummer der Flotte Herr jetzt bekommt. Nachdem wir bei der... Oh, kann es sein, dass wir den für die falsche Basis gekauft haben? Nee, da ist er. Lass mich mal gucken. Wir hatten hier benannt, allerdings falsch. Wir müssen hier plus 5 machen. Also sagen wir mal 57 plus 5, 62. Dann wird unser Freund hier die 62. Dann sind wir wieder halbwegs richtig drin. Spielt ja auch überhaupt keine Rolle. Ich gebe den Leuten eigentlich nur Buchstaben, also beziehungsweise Zahlen, damit ich die von unserer normalen Crew unterscheiden kann. Mir ist es im Prinzip eigentlich ganz egal, wie viel ich verheize. Also... So, Captain Admiral.
Wir könnten uns mal wieder ganz schnell Statistik angucken, bevor wir mit dem Video Schluss machen. Hier ist der LST, der muss ja noch ein bisschen aussetzen. Hier ist der Mooney, leider molekular schwach. Der Teppichpilot, den sollten wir vielleicht auch mal wieder in den Einsatz schicken. Der neue, der Duke. Ich glaube, ich habe irgendwann mal, glaube ich, behauptet, dass der Mut nicht steigen kann. Das war natürlich Quatsch meinerseits. Da war ich wieder ein bisschen beraucht und benebelt. Wie man hier gut sieht, Mut ist steigerbar. Passiert aber nicht so oft. Und ich glaube, es passiert, wenn Leute mal so zum Beispiel durch molekulare Attacken oder durch Moralverlust einfach mal in Panik geraten oder durchdrehen, das steigert den Mutwert. Damit sei dieser Fauxpas meinerseits wieder ausgeglichen. Und noch eine Sache will ich erwähnen, während ich hier durchscrolle. Ich habe mal gesagt, so ein Tentakulat hat Minimum 160 Zeiteinheiten. Ist natürlich absoluter Blödsinn. Die Zeiteinheiten-Range von einem Tentakulat ist zwischen ca. 80 bis 146, glaube ich. So. Der Igor. Schade, dass er molekular nicht so fit ist, sonst wäre er auch ein Top-Soldat. So, und die Neuen, die machen sich langsam. Hier der Malmö zum Beispiel, eine sehr gute Einsatzabschussstatistik. Der Eiser, langsam wird es bei ihm auch. Also jetzt kann ich gar nicht mehr so über ihn schimpfen wie sonst immer. Schade, eigentlich macht ganz viel Spaß, aber nicht weiter sagen. InXLP, der Hexis, doch die Neuen, die gefallen mir jetzt schon ganz gut, vor allem nach der Mission. Das war's, dann würde ich sagen, wir machen eine kleine Pause und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.